So, dann beginnen wir jetzt mal das Ganze auseinander zu friemeln. Wir beginnen auf der A-Seite im fünften Bund mit einem Desus 2. Da kommt dann die A-Seite ins Spiel, die D-Seite ins Spiel, die G-Seite ins Spiel und zum Schluss noch die E-Seite. Die H-Seite überspringen wir. Dann kommt eine kleine Melodie noch mit rein und zwar variiert das dann auf die 4 mit dem kleinen Finger auf dem, was ist denn das, 8. Bund auf der H-Seite, zusammen mit der G-Seite gespielt. Und danach auf den Mittelfinger, auf die Moll-Terz von D und danach auf die 2 wieder. So, danach geht's runter zum C, auch wieder ein Sus-2-Akkord, gleiches Picking wie davor beim D auch. Und dann gehen wir in die Power-Chord-Section und spielen das B-Flat. Und das C. Das war das langsame Intro, danach geht's mit dem Main Riff weiter. Das ist eigentlich im Prinzip genau das gleiche nochmal. Und wir gehen schneller zum C runter. Und dieses Mal in C-Dur. Und machen die gleiche Form wieder mit der 4. Dass wir ein bisschen variieren, also so das 4 rein und dann wieder zum C-Dur zurück. Dann gehen wir wieder zum B-Flat und wieder zum C. Ich spiele euch das Riff jetzt noch einmal komplett vor. Beim zweiten Mal kommen wir dann vom G aufs C und nicht mehr vom B aufs C. Viel Spaß beim Üben!